Okay. Da haben wir doch alles in den Ja, hallo, mein Name ist Silke Scheuermann. Ich bin sozusagen Neubürgerin in Hanau seit 1,5 Jahren und habe jetzt den Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises gewonnen, erfreulicherweise. Ja, wie gesagt, ich bin vor 1,5 Jahren hierher gezogen erst. Ich hatte studiert in Frankfurt. Dann bin ich irgendwann danach nach Offenbach gezogen, jetzt sozusagen immer weiter in den Osten, jetzt nach Hanau, wo es mir ja auch sehr gut gefällt. Silke Scheuermann ist eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen, deren Gedichte, Erzählungen und Romane in viele Sprachen übersetzt werden. Bei ihrer Lyrik ist das nicht einfach. Wer ihre Gedichte nur einmal liest, verpasst das Beste. Denn die scheinbar einfache Sprache ist mehr als doppelbödig. Unter der Oberfläche brodelt es. Große Themen verdichtet sie zu Miniaturen, wie das Verhältnis des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt. Ausgestorbenen Tieren widmet sie sich und immer wieder den Pflanzen. Sie bezieht Position für die Natur, aber auch für den Menschen, der liebt und leidet. Sie will, sagte sie einmal, mit ihren Gedichten Raum schaffen, den man so noch nie gesehen und betreten hat. Wir folgen ihr gern. Einflüsse sind da ganz viele eigentlich. Das ist natürlich die ganze Lyriktradition, die einen zum Teil auch, die man kennt, Rilke, Hoffmannsthal, was ja auch alles steht, Goethe, die auch einen zum Teil so bekannt ist, dass es schon wieder langweilt, aber auch, wo Teile aufgenommen werden. In der Lyrik ist jetzt gerade Naturlyrik das große Ding. Da habe ich 2014 ein Gedichtband geschrieben, Skizze vom Gras. Da fing das erst so an. Im Moment schreibt eigentlich jeder über jedes Küchenkraut, das er gerade findet. Und für mich ist auch, weil ich jetzt auch in Steinau zum Beispiel im Bruder-Grimm-Museum unterrichtet habe, bei Schülern oder Studenten und so, ganz wichtig, dass man sagt, nein, um Gottes Willen, das muss ich nicht mehr reimen. Gedichte gehören der Nacht und Romane dem Tag, sagte Silke Scheuermann in ihrer Frankfurter Poetikvorlesung. So zauberhaft leicht ihre Lyrik scheint, so realitätssatt sind ihre Romane. Man sollte sie sofort nach Erscheinen verfilmen, schrieb ein bedeutender deutscher Kritiker. Und der Mann hat recht. Die Romane sind spannungsgeladen, tragisch und anrührend. Sie wirft abgrundtiefe Blicke hinter Fassaden, wenn sie den Fall und Aufstieg eines Kleinkriminellen schildert oder über ein Ehepaar schreibt, dessen äußerlicher Erfolg die innerliche Leere verdeckt. Also, dass ich Gedichte und auch Prosa, das ist Romane oder Erzählungen schreibe, hat sich von Anfang an so ergeben gehabt. Es gibt auch ganz viele fließende Übergänge eigentlich. In den Gedichten erzähle ich auch oft kleine Geschichten. Also es ist nicht nur so stimmungsmäßig orientiert oder völlig im textuellen, sprachspielerischen versunken, möchte ich nicht sagen, aber hält sich nicht nur da auf, sondern es gibt eben auch so ein kleines Narrativ immer drin. Und dasselbe ist bei Romanen. Ich finde am ehesten die schön und lesenswert wirklich, die auch sehr lyrisch und mit sehr, sehr bewussten, schönen Sprache arbeiten. Weil sonst kann man auch gleich Netflix gucken eigentlich, was auch sehr gut geworden ist. Wenn man nur Dialoge, Atmo, Zeug will, in kurzen Sätzen viel schnell Vorgang. In meinen Romanen passiert zum Teil gar nicht so wahnsinnig viel. Also einer spielt in Frankfurt, vielleicht spielt immer einer in Hanau. Nichts bleibt oberflächlich, vieles überrascht und auch der Humor fehlt nicht, selbst wenn sie in ihrem Roman Shanghai Performance bis nach China reisen muss, um ein Lehrstück über Kunst und Menschlichkeit zu erzählen. Dieses Zusammenspiel auf der Straße finde ich total wichtig, also dass man nicht rauskommt und sich erstmal langweilt, so blicktechnisch schon mal, weil alles schon immer so war. Ich habe nichts gegen ein West- oder ein Nordend irgendwo, aber dieser Mix macht es halt auch einfach. Die Begegnungen da sind es. Und ob der einem Kioskfrau erzählt, dass ich schon mit irgendwie 3 Leuten hinten in ihrem Kiosk schon länger wohnt, oder ob dann auf einmal plötzlich ein ganz tolles Sofa auf der Straße steht oder ein gefrorenes Hühnchen liegt, dann. Das sind so Geschichten, die man sich überlegt, wie ist das eigentlich passiert. Und das gibt es halt in Städten im Aufbruch.
Und ja, insofern, deshalb vielleicht auch immer weiter nach Osten von diesem Frankfurt weg, das so dicht ist jetzt schon. Offenbach war auch lange im Aufbruch, ist jetzt sehr, es gibt inzwischen Cupcake-Läden in Rosa und Grün und so, Cupcakes. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss man wieder mal ein bisschen weiter wandern, wo wieder was passiert. Also zum Beispiel auch Schlittschuhfahren auf dem Platz in der Mitte, finde ich eine tolle Idee. Oder die Parks oder die Flüsse, wo man rumwandern kann. Und auch dieses Spessart sehen dann da. Da war ich im Sommer ständig schwimmen. Also das Tor zum Spessart, sagt man auch. Das ist natürlich was, was man erleben muss erstmal. Ich bin immer sehr orientierungslos, bis ich die Buslinien raus habe. Und so bin ich, erst habe ich mich dreimal verfahren, habe dann schon wieder was ganz anderes kennengelernt. Aber klar fließt das auch in Gedichte ein dann. Das ist, wird sich jetzt vermutlich, ich habe es schon gemerkt in dem Manuskript, dass ja, diese Elstern, die geblutet haben, vorkamen, vom, also Kleinigkeiten erstmal. Mal sehen, ich will das nicht groß ankündigen. Silke Scheuermann ist nicht nur eine Autorin, die in ihren Poetikvorlesungen ihr eigenes Schreiben reflektiert, sondern sie vermittelt ihr Können auch an Schülerinnen und Schüler, wie an eine 7. Klasse der Kopernikusschule in Freigericht. Die kleinen Dichterinnen und Dichter hatten einen Riesenspaß, mit ihr Tiergedichte zu erfinden und in der Göllhäuser-Grimmelshausen-Welt erstaunliche Geschichten zu schreiben, die vom Leben und der Zeit des Barockdichters inspiriert waren. Also es wäre auch noch so ein Stand beim Unterrichten, das mir sehr wichtig ist, weil man da natürlich auch ein Gespür dafür entwickelt. Also die ersten Studenten von mir haben Bücher schon geschrieben, viele. Oder Slam-Poetry-Sachen gewonnen. Ich stehe ja eher für die ruhigere Lyrik, die nennt man Wasserglas-Lyrik im Übrigen. Man hat ein Wasserglas bei sich stehen und der Raum ist still und man liest sein Gedicht. Aber ja, und hat ja auch irgendeine Art von Atmosphäre, denke ich. Also ich habe, ja, es gibt das Slam, es gibt die Richtung. Ich bin eher die ruhigere Person einfach. Ich sitze viel vor mich rum auch und lese viel und bin sonst nicht so spannend. Ich muss zum Unterrichten zurückkommen mit bei Jugendlichen. Die haben ein unglaubliches Talent. Das ist auch jetzt natürlich durch das Internet gefördert, aber ganz unmittelbar von sich zu erzählen, aufgeraut, wie es wirklich ist. Und da sind total so coole Sätze drin, da könnte man klauen eigentlich. Für ihr vielfältiges literarisches Werk verdient Silke Scheuermann Anerkennung und Dank. Ich gratuliere Ihnen zum Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises.